Willkommen zu Daily Vlog Nummer 17 mit meinem Kater. Und heute werde ich, wollte ich ja das FQ, ihr wisst, was ich meine, Q&A machen. Und das werde ich auch wahrscheinlich machen. Aber ich werde es auf morgen verschieben, denn heute ist ein bisschen blöd, weil ich gehe heute mit meiner Mutter auf so ein Ausbildungsding, so einen Tag der offenen Tür. Und das Video kommt, wie gesagt, um 18 Uhr ja online von gestern, deswegen werden da noch nicht so viele Fragen sein. Aber deswegen werde ich das Q&A morgen machen und werde heute, glaube ich mal, ja, ich werde einfach mal schauen, was ich heute machen kann. Ich muss jetzt in 15 Minuten losgehen, daher fahren wir mit der Straßenbahn nach Karlsruhe und dann geht's auch los dort. Da bin ich mal gespannt, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Krümel, weißt du irgendwas, was auf mich da zukommt? Kommt. Ich habe gerade voll viele Sprachfehler, aber ich weiß nicht warum. Krümel, ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Schaut mal, wie er hier auf dem Rand sitzt und tryhardet, dass er nicht runterfliegt. Ja, ja. Das sieht aber komisch aus. Oh, jetzt springt er. Jawohl. Ja. Ich werde mal schauen, was ich heute so machen kann im Daily Vlog. Das Q&A. Ich sag die ganze Zeit FNQ. Q&A ist für morgen geplant. Also schreibt auf jeden Fall noch ein paar Kommentare unter das letzte Video. Und genau, ihr seht es vielleicht auch. Ich weiß nicht, ich habe heute Morgen dieses T-Shirt angezogen. Ganz frisch. Und ich feiere das T-Shirt ultra. Und was ist das? Also das war heute Morgen nicht drauf, sondern das ist erst nach Technik drauf gekommen, in einen Ölfleck oder so. Ey, das fuckt mich jetzt schon ein bisschen ab, so, weil ich wollte das jetzt eigentlich anziehen. Ja, ne? Aber werde ich schauen, was ich machen werde. Und dann habe ich gerade so ein Video gesehen auf YouTube. Das hat mich so ein bisschen fasziniert. Da hat einer aus so einem Sechskant-Schlüssel. Warte, ich change mal die Perspektive. Da hat jemand aus so einem Sechskant-Schlüssel so ein Ring gemacht und ich habe jetzt irgendwie bin ich jetzt auf so den Geschmack gekommen, auch sowas ähnliches zu machen. Und jetzt habe ich mir auch mal so ein Sechskant Ding geholt und habe das auch so ein bisschen abgeschliffen. Ist irgendwie lit, sowas zu machen. Ich weiß nicht warum, so aus einer komplett anderen Form was Neues zu machen. Ich finde, es sieht auch schon geil aus, so dieses Dreieckige hier oben und das Runde hier unten. Ja. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann könnt ihr ja mal jetzt in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag Ja und oder mit dem Hashtag Nein. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr den Hashtag Nein verwendet, dann könnt ihr auch direkt einen Vorschlag machen, was ich anstelle dessen machen soll. Aber jetzt lasse ich erstmal meinen Kater runter. Krümel. Krümeli. Oh, da kommt der. Da wollen wir reingehen, Krümel. Ah, er will rein. So Leute, ich bin jetzt, haben wir schon gegessen, jetzt haben wir schon wieder 8:30 am Abend. Und ich war da jetzt in Karlsruhe auf dieser Ausbildungs-, also das war wie so ein Infoabend. Hat sich ganz interessant angehört. Das war eine Schule für Agentur für Kommunikation war das. Fand ich ganz lustig, weil das hieß AFK und an die Gamer da draußen. AFK bedeutet ja eigentlich Away from Keyboard. Ja, aber war ganz interessant so. Und ich weiß nicht, ihr habt jetzt unter, ich habe ja das Video von gestern, da könnt ihr auf jeden Fall noch ein paar Fragen für das morgige Q&A drunter stellen, weil da werde ich ja ein Q&A machen. Quasi da werde ich eure Fragen beantworten, also schreibt alles unter das letzte Video. Das hieß neue Herausforderung, neuer Plan.
Und da könnt ihr einfach alles drunter hauen, was ihr so an Fragen an mich habt. Ich werde sie auch beantworten, morgen aber. Und dann zu meiner quasi Herausforderung, die ich auch im letzten Video erwähnt habe, das mit den 100 Liegestützen am Tag. Habe ich gestern durchgezogen, habe ich 100 geschafft, aber jetzt habe ich halt ziemlich Muskelkater hier an der Stelle und an der Stelle und halt im Trizeps. Und deswegen werde ich heute pausieren. Ich werde immer einen Tag dazwischen Pause machen zwischen den 100, weil ihr, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, aber wenn man einen Tag komplett durchzieht, fitnessmäßig, und am nächsten Tag direkt wieder dieselben Sachen macht, dann bringt das nichts. Das ist eher gerade im Gegenteil. Und deswegen braucht der Körper so 24 Stunden, um das wieder zu regenerieren. Und dem werde ich auch das geben, also dass ich jetzt nicht komplett am Arsch bin bei jedem Mal, weil, ja, oh, da ist ein Fleck. Egal, weil hier und hier habe ich halt, wie gesagt, richtig Muskelkater und es bringt nichts, wenn ich jetzt hier weitermache. Und hier sehe ich, jemand hat gerade mein Video kommentiert. Das ist auf jeden Fall gut, also wie gesagt, Q&As in die Kommentare. Und jetzt wollte ich aber noch mal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar noch mal das Coinmaster-Thema rückführen. Denn meiner Meinung nach, das wollte ich einfach mal hier mitteilen, so meine Meinung über das ganze Coinmaster-Thema, weil es auch viele interessiert hat. Ihr habt ja unter dem letzten Vlog viel mit Coinmaster geschrieben. Und ich habe da jetzt auch mal selber ein bisschen so nachgeschaut und... Also wer Coinmaster nicht kennt, ich kann es mal schnell auch raussuchen. Coinmaster ist hier so eine Handy-App, ist ein Handyspiel, keine Werbung an der Stelle. Und ist von Moon Active und da haben jetzt viele, viele YouTuber, ich glaube es waren insgesamt Bibis Beauty Palace, auf die ich ja gestern reagiert habe, dann die Prank Pros haben es auch gemacht und ich weiß gar nicht, wer das noch war. Nee, ich weiß nicht, warte, ich kann mal schnell nachschauen. Und Petro Lombardi sehe ich jetzt gerade noch. Die drei haben auf jeden Fall Werbung für Coinmaster gemacht und alle haben das so gehatet. Also das Spiel ist auch ganz sicher nichts für mich, aber ich habe mir das jetzt mal angeschaut und ich rein so marketingtechnisch, also im Titel wird auch stehen, warum Coinmaster gut ist oder sowas in der Art. Denn Coinmaster hat jetzt mittlerweile 50 Millionen plus Downloads. Und diese ganzen Leute, die so sagen, ja, das ist scheiße, kann ich nur unterschreiben, aber die meisten laden sich dann trotzdem runter und damit fördern sie quasi diesen Prozess wieder. Und damit erreicht der quasi die App das, was sie will, dass sich das mehr Leute wieder runterladen. Ich bin mir auch sicher, dass die... Und ich finde auch das schlau an der App ihrer, also von Coinmaster her finde ich das richtig schlau. Die haben sau viel Geld wahrscheinlich in Bibis Beauty Palace, Prank Bros, Petro Lombardi rein investiert. Ich will gar nicht wissen, in was für Hunderttausender Regionen das geht. Also dass die haben schon mehr so 90, 100.000 bekommen für diesen Werbeclip, also vor allem Bibis Beauty Palace. Finde ich aber schlau, weil gerade deswegen, das kam durch ganz YouTube Deutschland, das haben sau viele Menschen erreicht. Auch wenn der Ruf vielleicht ein bisschen kaputt geht, finde ich aber wirklich, dass sie mitgedacht haben im Vergleich vielleicht zu anderen Apps. Ich glaube, sie haben damit auch erreicht, was sie wollten. Nur das kurze Statement an der Stelle zu diesem Coinmaster-Thema. Haben sie auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz schlau gemacht. Also wie gesagt, 100 Liegestützen werde ich durchziehen. Nur jeden zweiten Tag. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Tom Hagemann. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, wie es aussieht, ob du... Also wie das mit der Boss-Transformation aussieht, ob das funktioniert, so wie du geschrieben hast, oder ja, schreib es einfach mal in die Kommentare, kurze Message an dich. Und ich wollte mich kurz bedanken, wir haben jetzt echt viele Abos gemacht, also in Anführungszeichen viele, es geht gerade echt ab, gestern haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Abos gemacht. Ja, wollte ich mich einfach nur mal bedanken und heute war etwas ruhigerer Tag. Morgen ist wieder Zeitung austragen angesagt und dies und das. Mittwoch und ja. Ich würde sagen, wie gesagt, morgen machen wir das Q&A nochmal. Schreibt ein paar Fragen an mich in die Kommentare unter das letzte Video, unter das neue Plan-Video. Könnt ihr Kommentare runterschreiben und dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke und natürlich, bevor ihr wegschaltet, das dürft ihr natürlich jetzt noch nicht, denn ich habe noch was ganz Tolles geplant. Und zwar werde ich noch natürlich, werde ich aber vor der tollen Überraschung noch unseren Plan ausfüllen, denn wir haben
es bis zum Montag jetzt auch geschafft. Das ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Den 16. Daily Vlog ist hochgeladen und ich werde mir schnell einen Stift holen. So, Rotstift ist hier an der Stelle und der Montag wird durchgestrichen. So. Montag haben wir durchgestrichen. Ihr seht es hoffentlich. Damit ist der 17. Daily Vlog, der 16. Daily Vlog von gestern auch hochgeladen. Warum ihr bis zum Ende des Videos dranbleiben solltet und noch nicht wegschalten solltet: Ich werde nämlich morgen das Q&A machen, wie gesagt, das habe ich ja schon alles erwähnt. Und dann werde ich am übernächsten Video-Vlog, also dann im 19. oder 20., werde ich anfangen, Top-Kommentare immer vorzulesen. Das heißt, der Top-Kommentar unter jedem Video kriegt eine Special-Erwähnung. Wenn man auch will, ihr könnt auch, vielleicht gewinnt ihr auch einen Instagram-Shoutout oder so. Also werdet kreativ in den Kommentaren, schreibt mir irgendwas rein, irgendwas Lustiges oder so, schreibt das in die Kommentare und ich werde euch vorlesen und wenn ihr einen Instagram-Shoutout haben wollt, dann schreibt euren Instagram-Namen dazu. Aber nur wenn ihr das macht. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem 17. Daily Vlog heute? Morgens ist Q&A, schreibt Kommentare unter den letztjährigen Daily Vlog. Und dann würde ich sagen, das Video morgen, also dieses Video, kommt schon ein bisschen früher. Also haut jetzt noch ein paar Kommentare rein, die ich beantworten kann morgen. Und dann würde ich sagen, danke für den Support und wir sehen uns morgen im 18. Daily Vlog in Folge. Und tschüss. Gamer, sag ich schon. Ja.